Hallo Birgit. Hey. Na? Wie ist es? Bei der Eva muss ich da heute nochmal Blut abnehmen? Ja, ne? Ja, wir wollten das noch einmal kontrollieren. Nochmal bitte kontrollieren, bevor die dann nach Hause kann. Ja, ja, dann mache ich das. Ja, das ist nett, wenn du das gleich dann noch startest, dass wir heute die Befunde haben. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit der, Hallo. Mit der kleinen. Ach, Kramer, mein Name. Hallo. Meine Tochter gibt. Kommst du mal bitte, Anne? Komm mit. Nee, meiner Tochter geht's gar nicht gut. Wir waren schon in der Notaufnahme gewesen. Es tut mir auch leid, dass wir in die Notaufnahme gekommen sind, aber Schwester Nicole kümmert sich um sie. Ich kenne meine Tochter so gar nicht. Der geht's überhaupt nicht gut. Könnten Sie mal bitte nach ihr schauen? Ja, genau. Ist noch nichts gelaufen unten in der Notaufnahme. Nee, die haben uns. Die haben sie gleich nach oben geschickt. Okay. Ja, klar, dann müssen wir mal gucken. Was hat sie denn für Beschwerden? Okay, komm doch mal. Sie klagt über Bauchschmerzen und es geht schon seit 2 Tagen so. Heute Morgen hat es auch noch erbrochen, aber wie gesagt, ich kenne sie so nicht mit so starken Krämpfen und es macht mir echt Sorgen. Mhm. Ich würde mir das doch gerne mal ein bisschen genauer angucken. Ja? Das ist okay, Anne, kommst du mal mit, wenn du jetzt eh schon gerade hier bist, oder? Komm, lass sie mal bitte drauf. Komm mal einmal in unser Zimmer. Keine ruhige Minute. Je nach Alter kann es natürlich häufiger vorkommen, dass die Kinder oder Jugendlichen sich nicht untersuchen lassen wollen. Bei Anne war es so, dass sie absolut der Meinung war, dass es unnötig ist, sie zu untersuchen. Und es hat dann schon viel Geduld und Überzeugungsvermögen erfordert, um sie zu der Untersuchung zu bewegen. Erzähl doch mal, wie ist das denn mit den Schmerzen hier? Ist nicht so schlimm. Und wann treten die denn auf? Ja, nach dem Essen meistens. Nach dem Essen? Immer nach dem Essen? Ja. Okay, dann könnte das ja schon auch vielleicht mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zusammenhängen, aber ja, bestimmt. Also es hat bestimmt etwas damit zu tun und ich sehe es überhaupt nicht ein, dass wir hier sind, weil Bauchschmerzen kommen. Anne, jetzt hör mal. Ich habe dich daheim gesehen, du bist so bleich, es geht ja nicht gut. Du warst ewig nicht krank, es passt nicht zu dir, da stimmt was nicht. Man muss auch sagen, Anne, das sieht doch wirklich so aus, als wenn du jetzt Schmerzen hast. Ja, wollte ich sagen, du siehst auch blass aus. Und wenn es nach jedem Essen ist, spricht es auch ehrlich gesagt nicht so ganz von der Nahrungsmittelunverträglichkeit, weil dann, ne, dann müsste ja in jedem Essen das drin sein, was sie nicht verträgt. Also da spricht ja dann vielleicht doch eher, vielleicht ist es ein Magen-Darm-Infekt oder eine Magenschleimhautentzündung, eine Gastritis. Ich würde mir das wirklich gerne mal angucken. Anne wollte sich eigentlich gar nicht so gerne untersuchen lassen. Es war aber sehr, sehr gut, dass sie vorgestellt wurde. Denn letztendlich hat sie sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden. Mama, wir können wirklich wieder nach Hause. Ich fahre ja nicht zum Spaß hierher. Also ich denke, wir klären das jetzt erstmal ab und dann können wir ja immer noch sehen, wann du dann wieder nach Hause kannst. Aber wenn du jetzt hier bist und so starke Beschwerden hast, dann sollten wir das einmal genauer gucken. Hast du schon mal eine Vigo gelegt bekommen? Kennst du das? Ja. Ja, okay. Nicht erschrecken, ist nicht so unangenehm. Moment. Ist das desinfiziert? Ja. Könnten Sie es vielleicht trotzdem noch mal desinfizieren? Also wir machen hier immer alles eigentlich sauber nach jedem Patienten. Also es ist ganz sicher desinfiziert. Ich kann gerne noch mal mit dem Lappen rüber. Kein Problem. Ja, weißt du, wie viele die das am Arm haben? Die werden schon ihre Arbeit richtig machen. Siehst du es? Jetzt kann man es genau sehen. Es ist sauber. War aber schon vorher sauber, aber kein Problem. Können Sie vielleicht Ihre Hände auch noch einmal desinfizieren? Also, ich meine. Anne, jetzt stellst du dich aber dran. Also, das jetzt. Sicher ist sicher, Mama. Also Anne, das macht keinen Sinn. Wenn man Handschuhe anhat, die werden durch Desinfektionsmittel werden die porös und das schützt dann eher nicht. Sie wollte ja alles nochmal extra abgewaschen haben und abgesprüht haben. Das war schon sehr auffällig. Bei Erwachsenen kommt das schon mal vor, aber bei Jugendlichen eher nicht. Und im späteren Verlauf hatte sie ja auch einen Grund dafür. In letzter Zeit ist sie vermehrt mit ihrem Gesundheitswahn momentan, mit diesem gesunde Ernährung, Sport. Also momentan ist sie ein bisschen neben der Rolle. So, ich will mal einmal deinen Bauch schauen, ja? Mach's mal ein bisschen hoch, bitte. Also so ist sehr lebhafte Peristaltik. Das ist natürlich, das kann ein beginnender Magen-Darm-Infekt sein. Ich will mal einmal sehen, wie es da sieht. Na, siehst du. Ja. Oh, okay, ja, hier ist aber auch die Leber. Das merkt sich auch okay. Also ich will mal doch gerne mal einen Ultraschall noch durchführen. Prinzipiell war Anne ja erstmal immer gesund gewesen. Sie hat sich gesund ernährt, sie hat Sport gemacht, sie hatte keinerlei Vorerkrankungen. Und diese Beschwerden sind ja jetzt recht plötzlich aufgetreten. Ja, es stehen halt noch Laboruntersuchungen aus. Die sind in solchen Fällen immer sehr hilfreich, dass man da Blutergebnisse bekommt. Das kann natürlich unter Umständen auch mit Erkrankungen des Gallen
Immunsystem zusammenhängen oder eben auch kann es sich um eine Infektion handeln. Warte, jetzt würde ich einmal ein bisschen deinen Bauch schalten. Ja, Moment, ist das denn auch desinfiziert? Ich meine, jetzt einfach, weil... Jetzt reicht's an. Ja, es ist, du, bei uns wird nach jedem Patienten alles wird desinfiziert. Das Gel ist ja auch ganz frisch da. Der Kopf ist, wird jedes Mal direkt nach dem Ultraschall desinfiziert. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, aber nimm dich mal. 100%. Ich möchte jetzt gerne einmal ein bisschen, warte mal. So, dann müssen wir ein bisschen... Genau, so. Also Infusion läuft schon mal, jetzt wird es vielleicht was besser. Genau. Gut, das wird gleich besser. Wir haben ja ein Schmerzmittel mit reingegeben. Ja. Mir ist echt übel gerade. Darf ich mal ganz kurz auf Toilette? Ja. Ja, komm. Kann ich jetzt gerade mal zum Abschluss. Soll ich eine Nierenschale, wirklich Toilette lieber? Nee, ich muss wirklich. Ja, ich muss auf Toilette. Muss auf Toilette, okay. Warte, dann klappst du mal das einmal ab. Ich gehe dann am besten mit ihr. Ob und wie Annes unerklärliches Verhalten zu ihrer Erkrankung steht, ist völlig unklar. Mama Julia bittet ihren Mann als Verstärkung hinzu. Alles andere als entspannt ist die Lage bei der bauchschmerzgeplagten Anne. Ich hatte ja eben schon angefangen mit der Ultraschalluntersuchung. Sie bekommt jetzt erstmal das Schmerzmittel. Das sollte auf jeden Fall erstmal besser werden. Das hilft schnell. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal schauen, was überhaupt die Ursache des Ganzen ist. Ich müsste jetzt bitte einmal nochmal deinen Bauch nochmal ein bisschen frei machen. Also da sehe ich schon eindeutig, dass die Leber ist vergrößert, ne? Das ist größer. Und zwar jetzt keine perfekten Fallbedingungen, aber das, was man so sehen kann. Was bedeutet das, eine vergrößerte Leber? Was kann das? Ja, das kann letztendlich immer viele Ursachen haben. Also wir müssen das im Zusammenhang mit diesen starken Schmerzen und der Übelkeit und dem Erbrechen, ist okay, kann ich wieder runter machen, Übelkeit und der Erbrechen, müssen wir das noch weiter abklären. Also ja. Es ist unbedingt... Momentan alles so viel. Ja, also es ist auf jeden Fall erforderlich, dass wir jetzt sehr schnell noch eine Untersuchung durchführen, und zwar ein MRT. Damit können wir die Leber einfach deutlich besser darstellen. Und dann können wir vielleicht auch damit eben erkennen, was die Ursache dieser Probleme ist. Denn es geht ihr ja wirklich sehr, sehr schlecht. Hallo? Ich glaube, ihr Mann ist da. Hallo, Anne. Ich glaube, der Papa Anne. Ist da. Hallo. Nein, bleib doch stehen. Papa, nein, ich möchte dich nicht anstecken. Wirklich. Ich krank bin? Lass mich du bist doch so schon krank dir. Genug. Nein, Papa, bitte. Geh raus. Schatz, sie ist den ganzen Morgen schon so. Kannst du mir sagen, was mit dir los ist? Sie ist den ganzen Morgen schon so über. Warum weißt du mich denn ab? Dann lass mich doch rein. Ich gehe ganz kurz dazwischen. Nein. Wir sollten mit ihr jetzt direkt runtergehen ins MRT. Ja, okay. Die hatten gesagt, wenn, dann sollen wir bitte direkt kommen. Ja, ne? Dann. Kurz bevor Anne dann zum MRT gebracht wurde, das war eine ganz, ganz seltsame Situation. Anne wollte auf keinen Fall, dass er näher an sie herankommt. Das fand ich jetzt doch sehr, sehr verwunderlich und konnte mir nicht so recht einen Reim darauf machen. Erst die ganzen Sorgen mit dir und jetzt mit ihr und jetzt wieder Niere. Ich habe eben Leber schon gedacht, dann sage ich Leber, Niere, Leber. Ich bin total... Ja, was ist denn, weshalb haben Sie denn Sorge um Ihren Mann? Ja, bei mir wurde dann vor einiger Zeit eine Niereninsuffizienz festgestellt. Ja. Angefangen hat es zuerst hier auf der einen Seite und dann ist es rübergewandert auf die andere Seite und deswegen bin ich halt auch schon in mehreren Dialysebehandlungen. Das hat natürlich einiges erklärt und da konnte man jetzt auch eins und eins zusammenzählen, warum Anne eben so oberbesorgt und übervorsichtig ihrem Vater gegenüber war. Mal gucken, vielleicht habe ich ja schon Laborwert. Ich will mal schauen, ob wir hier schon welche aufrufen können. Ja. Kleinen Moment. Ach, da ist es ja schon. Gut. Da habe ich jetzt aber leider auch keine guten Nachrichten. Also die Leberwerte sind massivst erhöht. Da kann ich eigentlich nur sagen, also ich will Sie ja nicht beunruhigen, aber zum Glück ist Ihre Tochter halt schon hier im Krankenhaus und wir haben hier schon die Untersuchung laufen. Also wir müssen jetzt erstmal das Ergebnis der MRT-Untersuchung abwarten und sobald sie wieder zurück ist, dann müssen wir das alles nochmal zusammenbringen und dann sehen, zu was für einer Diagnose wir kommen. Dass Papa Stefan indirekt und ungewollt etwas mit den alarmierenden Leberwerten seiner 16-jährigen Tochter zu tun haben könnte, wird erst 2 Stunden später an die Oberfläche gelangen und alle Beteiligten zutiefst bewegen. So, ich habe jetzt die Befunde vom MRT und das würde ich ganz gerne einmal mit Ihnen besprechen. Sag mal, was nimmst du denn da? Anne, was machst du? Anne, was ist das denn? Anne, was hast du da genommen? Ich habe dir doch gar keine Medikamente verordnet. Wir haben doch nur die Schmerzmittel in dem Kopf. Wo kommen die Tabletten her? Beruhigt euch, das ist doch nur Paracetamol. Paracetamol-Tabletten? Das ist doch nichts Schlimmes. Aber wo hast du die denn her? Warum nimmst du die? Ja, von zu Hause. Die hast du hier Schmerzmittel drin. Ja, aber trotzdem.
Ja, wie trotzdem? Wie, aber also, ich brauch die, ich brauch die. Wofür nimmst du? Wie lange nimmst du die denn ein? Na, 4 Wochen. Und wie viele? 4 Wochen nimmst du Tabletten? 3-mal am Tag. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Anne Paracetamol über einen so langen Zeitraum regelmäßig eingenommen hat. Also man muss schon sagen, Paracetamol ist frei verkäuflich in der Apotheke und in geringen Maßen ist es bestimmt auch nicht schädlich, aber 4 Wochen, 3-mal täglich, das ist schon wirklich ein Batzen und ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Das kann lebensgefährlich sein, auch wenn Paracetamol frei verkäuflich in der Apotheke ist. Das ist trotzdem ein Medikament, das ist eines der gefährlichsten Schmerzmittel überhaupt. Ich werde noch total verrückt. Kind! Ja, weißt du, der Papa ist doch so krank und ich wollte gesund werden, damit ich als potenzielle Spenderin in Frage komme, weißt du, weil ich bin noch die Tochter und wenn Papa irgendwas zustößt und er die Niere erneuert braucht oder jemanden denkt... Schatzi! Ja, also ich finde das ja wirklich super, super toll von dir, dass du darüber nachgedacht hast, deinem Vater eine Niere zu spenden. Und das kann ja unter Umständen auch möglich sein, dann, wenn deine Organe wieder ganz gesund sind. Aber im Normalfall ist ja eine Lebensspende wirklich die absolute Ausnahme. Ne? An sich macht man das ja wirklich nur, wenn es unbedingt erforderlich ist und wenn ein postmortem gespendetes Organ eben nicht zur Verfügung steht. Das ist im Einzelfall auch bei Kindern mit 16 schon möglich nach dem Transplantationsgesetz. Allerdings sollte man da eben sehr, sehr viele Sachen im Vorfeld abklären. Und vom Prinzip wäre natürlich erstmal eine Postmortem-Nierenspende sinnvoll gewesen oder diese Möglichkeit eben abzuklären. Anne, ich finde es ja wirklich super, super süß und alles toll, wie du dich einsetzt. Ne? Aber vielleicht ist es ja alles gar nicht notwendig, ja? dass ich eine Niere brauche. Vielleicht ist das ja gar nicht notwendig. Hör mal, ich war jetzt heute Morgen auch dann beim Arzt, ne? Auch bei meiner vorletzten Dialyse. Der hat mir dann auch dann bestätigt, dass ich ja auch auf dem Weg bin, auf dem Weg dann einer Besserung. Ne? Die Nieren, denn die verändern sich ja. Und vielleicht, und er sagt ja auch selber, es wird wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig dann da sein, dass ich eine neue Niere dann brauche. Nachdem dann klar war, woher die Beschwerden kamen, dass Anne also an einer Paracetamol-Vergiftung litt, sofort das Gegenmittel für eine Paracetamol-Intoxikation, also das N-Acetylcystein, verordnet. Das muss Anne jetzt über einen gewissen Zeitraum regelmäßig bekommen. Wir werden natürlich die Leberwerte und die anderen Laborparameter und den Paracetamol-Spiegel im Blut regelmäßig kontrollieren. Wenn alles gut läuft, sollte eine vollständige Heilung der Leber wieder möglich sein. Zum Glück war Anne eben dann doch noch rechtzeitig in die Klinik gekommen. Nach dem sofortigen Absetzen der Paracetamol-Tabletten ging es Anne rasch besser und ihre Leberwerte normalisierten sich nach einiger Zeit. Julia und Stefan sind unglaublich gerührt, wie weit ihr gemeinsames Kind aus Liebe zu ihrem Papa bereit wäre zu gehen.